Eisbären-TV. Bärenstark. Wir sind wieder zurück aus der Werbeunterbrechung. An meiner Seite Justin Schröers, Neuzugang bei den Eisbären, gekommen von den Füchsen Duisburg. Du hattest noch Vertrag in Duisburg. Warum kein Spiel oder was war los in Duisburg? Also ich sag mal so, ich hatte eine sehr schlechte Vorbereitung gespielt. War sehr unzufrieden da mit mir selber auch. Habe mich da auch nicht mehr so wirklich wohl gefühlt. So kam es dann zustande, sage ich mal. Wie ist der Kontakt nach Regensburg zustande gekommen? Der Pepi Heiß hatte mich am vergangenen Montag angerufen, hat mir die Situation erklärt, die hier mit Peter Holmgren, dass er verletzt ist und ja, dass er einen Torwart braucht. Und ja, wenn so ein Verein wie Regensburg anruft, dann überlegt man natürlich nicht lange und so ging es dann ziemlich schnell. Du hast mit Peter Holmgren schon mal zusammengespielt in Duisburg. Wie versteht ihr euch? Seid ihr Freunde? Auch neben dem Eis oder nur auf dem Eis? Also wir hatten ehrlich gesagt nicht so viel miteinander zu tun in Duisburg. Neutral halt. Also wir kamen gut klar miteinander, aber wir haben jetzt nicht so viel miteinander in der Freizeit gemacht oder sonst was. Du hast einen einmonatigen Vertrag hier in Regensburg unterschrieben. Was ist dein Ziel? Was erhoffst du dir, dass du natürlich länger da bleibst? Und weil wir sind im schönen Bayern, Regensburg hast du mit Sicherheit noch nicht kennengelernt, eine der schönsten Städte Deutschlands. Sag mal kurz was dazu. Ja, in erster Linie versuche ich der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen. Ich habe gesehen, Regensburg steht nicht da, wo sie eigentlich stehen müssten, auf der Tabellensituation gesehen. Ja, es ist ein Top-Team im Süden mit Aufstiegsaspiranten, sage ich mal. Regensburg, was ich bis jetzt gesehen habe, brutal schöne Stadt. Habe leider noch nicht so viel gesehen, bin noch nicht so lange hier. Aber natürlich würde ich mich freuen, auch länger hier zu bleiben. Okay, bedanke mich fürs Interview. Das war jetzt Justin Schröers, Neuzugang bei den Eisbären Regensburg. Wir gehen jetzt kurz in die Werbeunterbrechung und anschließend sehen wir hier am Mikrofon den Peitinger Spieler und Ex-Regensburger Andi Feuerecker.